interessant. Ich muss hier noch zurück hier. Wo wollen wir hin? Dahin. 10 Slots, 18.000, 80.000. So, was haben wir denn hier noch Geiles? Den hätte ich gerne. Ach, den habe ich schon? Das ist natürlich cool. Ach, das hier hätte ich gerne. Genau, das wollte ich noch kaufen. Ach, das geht... Was ist das hier? The Imitator lets you have two of the same plant during a level. Was? Okay. Muss ich auch nochmal ausprobieren. So, aber ich möchte doch mal... Jetzt, wo wir zwar schon fast durch sind, möchte ich doch gerne mal in Zombata reingucken. Except since terms of Zombader. So, was haben wir denn Schönes hier? Das Porträt. Welche Farbe möchten wir denn haben? Was gut Erkennbares, wa? Über den Giftgrün? Ja, Giftgrün, ne? So. Hair. Was nehmen wir denn Cooles hier? Was haben wir denn hier Geiles? Ja, eigentlich müsste das ja Frankenstein Superbraut sein, ne? Damit er ja deutlich erkennt, dass die Frisur nach oben sticht. Das machen wir, glaube ich, mal so hier, ne? Yeah! Funky Man! Eine Marge Simpson wäre auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich mache die rot. Oder mache ich die gelb? Also blond. Nee, ne? Muss schon funky aussehen. Nehmen wir dann ein leuchtendes Rot. Oder eine schwarze Matte. Nee, schwarz ist so... So casual, weißt du? Nee, dann nehme ich hier... Nehme ich den hellroten. Facial Haar! Was wollen wir denn mal Schönes machen? Wollen wir hier den Genghis Khan oder was? So, ich dachte gerade, das wäre der Adolf hier, aber das ist am Kind, alles klar. So, der Weihnachtsmann hier, guck mal. Hier, der Weihnachtsmann. Haben wir den hier? Muss der überhaupt einen Bart haben? Der sieht ja epic... Oh, ne. Warte mal. Nehmen wir den da? Nehmen wir den, oder? Ne, da muss schon eine Farbe haben. Ja, das sieht ein bisschen aus, als ob der am Grinsen wäre. Das ist doch schön. So, was haben wir hier? Ach so, Augenpaar. Ein bisschen Eyeliner. Wie cannot apply it. Der ist auch mit zuckenden Auge. Ist auch lustig. Okay. Den finde ich eigentlich ganz cool. Oder hier so ein Schwulen. Nee, ne? Nehmen wir den mit dem Wurm, oder? Das ist doch geil. Achso, das ist natürlich wieder blöd, wenn ich den mit dem Wurm nehme. Dann nehme ich doch lieber mit dem... Jawohl, das nehme ich. Jetzt nehme die Eyewear. Hier, machen wir einen auf Atze. Nee. Nee. Ist das hier Matrix oder was? Opa-Style? Funky-Style? Dann ist das hier Retro-Style? Wie heißt das? Renaissance-Style, ja? Nochmal Opa. Ich glaube, ich will gar keine Brille, wa? Ja, das ist natürlich interessant hier. I'm a mighty pirate, but I can't see anything. Aber jetzt gibt es noch hier eine schöne, auffällige Farbe. Nee, das ist ein Lätzchen. Warum kann ich das nicht sehen? Ist das Kermit-Style? Ah, nehmen wir Bushman-Style, hä? Huh? Accessoires. Was haben wir denn Accessoires hier? Jetzt sieht man schon fast gar nichts mehr, da brauchen wir alles gar nicht. Ohrringe. Nee, auch nicht. Ein Goldzahn wäre cool, ne? Eine funky Kette? Nee. Also das ist cool. Das nehme ich. Dann nehme ich hier den geilen PDA. Nee, wer ist das? Den Bluetooth-Adapter? Nee, eine Mütze brauchen wir auch nicht, weil sonst die funky Frisur nicht geht. Backdrops. Ja, das ist ja auch nicht nötig, ne? So. Finished! All done, let me have it. Yep. Your Zombata has been saved to your desktop and the JPEG. Super, aber warum muss ich das denn haben? Egal. So, somit müsste eigentlich der Zombata meinen immer die Lanes anführen, also der Flaggenträger quasi. Okay, wo machen wir weiter? Was machen meine... Achso, lieben. Hier, Schnecki. Wach mal auf, auch wenn ich jetzt wieder gehe. Dann nehmen wir doch mal den Survival Knight, oder? Survival Knight. Wie haben wir das denn jetzt? Nehmen wir nur die mit, die mit. War das jetzt mit Pool oder ohne? Ohne, ne? Das ist gut. Das ist gut. Aber irgendwie ist ja blöd, wenn ich wieder ganz normale, stinknormale Nacht mache, ne?
Lass das doch einfach mal ein bisschen Mainstream. Ich könnte den mal ausprobieren, war den Gloomshroom. Obwohl, da müsstest du schon eine geile Technik aufbringen, ja? Was ist immer so schwer, sich das auszudenken hier? Warte, so, die brauche ich nicht. Dann nehme ich trotzdem die, nehme ich auf jeden Fall mit. Aber was machen wir denn da? Ich meine, wieder P-Shooter ist ja langweilig, ne? Komm, nehmen wir mal Katapulte hier. Nehmen wir mal Kernel Pulse mit. Nehmen wir hier die Gavages noch mit. Ich würde da gerne. Nee. Ja, machen wir mal eine Katapultrunde, wa? Ich meine, noch ist ja nicht so viel Stress hier. Ist ja alles noch im greifbaren Bereich. Ich glaube, ich werde eine Hardcore-Lane machen mit dem hier. Den nehme ich nicht mit. Den hier. Nee, Quatsch, will ich auch nicht. Ach, den habe ich noch gar nicht, den anderen da. Ich dachte, ich hätte schon diesen krassen Spike. Egal. Nehmen wir's so. Ach ja, den Gravebuster hätte ich mitnehmen können. Bla bla bla. Kosten ja nichts, finde ich gut. Schon der erste Zombie. Klick. Ich darf nicht vergessen, die Dinger schnell zu machen. Ja, nächste Runde Gravebuster mitnehmen, auf jeden Fall. Würde ja auch gut was weghalten hier. Ist ja nicht so schwierig. Bisschen anrücken hier. Klick, klick, boom. Und dahin. Bum, bum, bum. So. Was für ein Pult mache ich denn ganz hinten? Wahrscheinlich das Stärkste, was kaputt gehen kann, ne? Mache ich als erstes, mache ich die Gavage Pulse. Die Cabbage Pulse. Oder mache ich ja so die Geschichte hier, ne? So, dann brauche ich das erste Cabbage Pult. Mit der Cone hätte ich meine Dinger zerfrisst. Hier. Hui! Fressalat, ist gesünder. Bam! Immer schön den Salat auf dem Kopf. Kopfsalat auf dem Zombie-Kopf. So, dann geht's hier, machen wir es hier weiter. Oh, mein Bein schläft gerade schon wieder ein. Ich sitze schon wieder so ganz gekrümmt hier, ey. Ich weiß auch nicht. Klick, klick, klick. Bum, bum, bum. Machen wir dann noch einen hin, beim vierten. Fressen ruhig, kein Problem. Oh, jetzt muss ich hier oben was tun. Ich will einen Cabbage Pult drauf machen. Und da fangen auch schon die ersten an auszuwachsen. Das heißt, von denen werde ich wieder volle 25 Sonnen kriegen. Some Points. Das ärgert mich ein bisschen, da ich vergessen habe, dass da ja auch Graves stehen. Aber was sollst du machen? Was willst du tun? Haben wir ja alles zu klumpen mit den Kleinen. Gut. Da sollte auf jeden Fall die erste Runde sollte dann problemlos von dannen gehen. Und dann ist die Geschichte auch wieder gegessen, ja. Hier nochmal bei Cabbage Pulse, damit wir eine Lane auf jeden Fall durch haben. So, das ist auch alles in Ordnung. So. Dann müsste als nächstes, ja, jetzt kriege ich hier nämlich dicke Sonne erstmal her. Ja, und dann wächst die, ist die erste Reihe komplett gewachsen. Sehr schön. Gewachst. Und davor setze ich, glaube ich, hier die Kernel Pulse, oder? Oder wie seht ihr das? Oder soll ich einfach mal so? Ne, das ist einfach, ich glaube, das ist Schwachsinn. Wenn ich jetzt noch die Kernel Pulse mache, die brauche ich, um diese coole Rakete da abfeuern zu können, kann ich die mal setzen, weil so ist halt Bullshit. Und da kommen sie mich alle an. Ja, fress die mal ruhig. Kein Problem. Werde ich nicht, glaube ich, in der nächsten Runde dran machen, um hier die geilen Gravebuster fressen zu lassen, um die Graveyards hier wegzuklatschen. Ich werde trotzdem mal, solange es noch geht, werde ich die Dinger weghauen.
ist kein Ding hier, ne? Wenn wir hier so einen hinmachen, kommen wir mal die mal. More Zombies approaching. Alles klar. Blöd ist natürlich, dass ich jetzt die mitgenommen habe. Dann hätte ich die Sonne nämlich da drauf setzen können. Und hätte mir eine Reihe gespart, ne? Das werde ich auch tun. War zwar ein bisschen blöd, aber egal. Den nehme ich mal mit, den nehme ich mal mit. Dann ich hätte gern die mal ausprobiert, aber die sind... Ich weiß noch nicht. Nee, die muss er anders benutzen. Die muss ich irgendwie so setzen, dass ich, dass die von oben und unten gleichzeitig so ihre Dampfwolken ablassen. Also ist das blöd. So, was war jetzt mein Plan? Als nächstes packe ich hier die Dinger rein. Die Sonnen werde ich ersetzen. Dann, oh, nee. Die nehme ich mit. Die nehme ich auch nochmal mit. Bisschen Kanonenfutter. Hier habe ich auch schon mitgenommen. Dann nehme ich doch noch. Was nehme ich denn noch mit? Ich weiß nicht, ich habe so viel Auswahl einfach. Das ist einfach nur krass, ne? Hier könnte ich wieder mit den. Boah, das ist wieder dieselbe Technik. Ist ja langweilig. Das ist ja blöd. Also ich möchte es schaffen, jetzt mal ein bisschen mehr Angriffskraft zu. Oh ne. Angriffskraft zu machen. Zu geben. Zu holen. Whatever. Und dafür nehme ich die Nüsschen mit. Andererseits, nee, ich möchte doch mehr Angriffskraft. Ich möchte die haben. Die will ich nicht. Die sind schwach. Die sind aber zu schwach. Aber P-Shooter möchte ich auch nicht machen. Ich möchte diesmal keine P-Shooter mitnehmen. Ich nehme nur Pilze. Die sind halt geil, ne? Ja, gucken, was ich da... Oh, doch, ich habe den Gravebuster doch mitgenommen. Ich habe gerade noch atmen müssen, habe ich gedacht. Scheiße, ich habe den schon wieder vergessen. Ja, dann werden wir hier die nächste Lane ausbauen. Aber wie fange ich jetzt an? Das ist die nächste Frage. Ne, ich werde jetzt erst anfangen mit Sonnen, die ich doppelt setze. Ich werde parallel auch schon mal so ein paar Dinger hier wegfressen und die Kleinen hier hinsetzen. Das Geräusch ist so geil, wenn er da an seinem scheißen Graveyard knabbert. Nom, 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 lecker Essen. Lecker Schnabulat. So, und hier den nächsten weghauen. Hier mit dem Hypno-Shroom will ich jetzt mal arbeiten und will den Football-Zombie da wegklatschen. So. Ne? Wisst ihr Bescheid? Wisst ihr Bescheid? Und die damit klumpe ich alles zu. Und den mit wegfressen hier, da ich da ein bisschen Platz habe. Da werde ich den einsetzen. Ja, und dann werde ich den hier weg. Oh, mach den kaputt, bevor der den frisst. Da habe ich nicht geguckt. Ich trottel. Oh, ein bisschen Schokolade gibt's wieder. Für meine stinky Schnecke. Finde ich aber nett. Das finde ich angenehm. Da kommt nämlich der Hypno. Den macht er nicht, ne? Ne, den macht er nicht. Oh, ein neues Pflänzchen für meinen Garten. Das ist toll. So, jetzt kommen nämlich die Screen Doors. Jetzt muss ich nämlich mich ein bisschen beeilen und ein bisschen Damage hier irgendwo reinkriegen. Und zwar nämlich hier. Also ist die Sache nämlich gleich vorbei. Ein bisschen aufpassen. So, hier mal kurz die Sonne weg. Dann kann ich die auch. Kann ich die auch auf die setzen? Nee, ne? Nee. Kann ich nicht. Dahin. Dahin. Und dahin. Kannst du gleich... Nein! Ich dachte, er ist schon vorbei. Scheiße. Hier, geh mal zurück. Fress mal deine Kollegen. Mach das mal so, genau. Ich weiß jetzt nicht, was ich da gerade gemacht habe. Egal. Ich fresse mal den wenigstens noch weg hier. Ist ein bisschen angry, ne? Ja, so läuft das.
Ja, die werde ich jetzt als Fume Shrooms ausbauen. Ist vielleicht nicht die optimalste Variante, die jetzt einzusetzen, aber Wurst. So, die nehme ich nochmal mit. Die nehme ich mit. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Den vergesse ich nicht mehr, glaube ich. Hoffe ich. Den nehme ich mit. Dann nehme ich den Hypno-Shroom nochmal mit. Die wollte ich mitnehmen. Und dann natürlich auch diese hier. So. Die nehme ich mit. Ist da irgendwas Cooles? Ja, das ist der Zombie. Und die nehme ich noch mit. Ja, machen wir es so. Sunnies, Double Sunnies. Das ist doch wieder schön hier. So, jetzt werde ich mal hier noch einen hinpacken. Dann werde ich mit den Fumes hier weitermachen. Oder wie heißen die? Fumes, ne? Fume-Schum, genau. Und das ist der Gloom-Schum, alles klar. Damit hin. Und weiter geht die Kiste hier. Bam, 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 bam. Macht die Zombies weg, ihr Klatschköppe. Die haben halt nicht so viel Range, ne? Das ist ja wieder ein Nachteil. So, die mache ich weg. So. Okay. Wie gehen wir jetzt voran? Wie weit gehen die? Ich glaube nur einen Schritt. Sieht ein bisschen aus wie Smogon, ne? Von Pokémon. Oh, die kommen viel zu weit. Die kommen viel zu weit vor. Das wird mich in der nächsten Runde den Kopf kosten. Glaube ich. So, den hier. So, jetzt fangen wir mit den Melonen an hier hinten. Zack. Weil die sind echt OP. Und die will ich gerne in Eis haben. Dann gehen die nämlich noch mehr ab. Dann slowen die noch dazu. Das ist nämlich dann richtig geil. So, Melon. Melon. Das elbische Wort für Freunde, sagst du? Oh, und da kommt ja der Kollege wieder. Ich habe die richtige Lane erwischt. Das Trickige an dem ist, dass der immer wieder neue spawnt und dass die sich immer davor setzen. Aber gegen meine Melonen hat er keine Chance hier. Ich habe nämlich super Melonen. So, jetzt möchte ich gerne was ausprobieren hier. Sieht ein bisschen lächerlich aus, ne? So, wie weit ist denn diese Range von diesem Typen? Das würde ich gerne mal schnell sehen. Und das Grave werde ich auch gleich. Hey, was geht ab? Oh, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Ich mache eine Melone hier. Zack. So. Dann werden wir die noch schnell. Nein, fress den noch weg. Danke. Nein, das Geld habe ich nicht gekriegt. Das Geld habe ich nicht bekommen. So, was geht denn hier jetzt ab? Jetzt haben wir hier den hier, den hier, den hier. Die nehme ich mit, die nehme ich mit, die nehme ich mit, die nehme ich mit, die nehme ich mit. Da nehme ich, Peace habe ich nicht. Dann nehme ich, folgendermaßen den mit und den mit. Den nehme ich auch noch mit, dafür nehme ich die nicht mit und nehme dann stattdessen, was anderes Geiles mit. Was nehme ich denn mit? Ich muss die Fumes, die Gloom Shrooms muss ich schützen. Warum denn nicht so? Wäre ja so eine Variante, die mir recht positiv erscheint. Und dann habe ich keinen Platz mehr für die. Das heißt, ich muss die jetzt verteidigen. Zack. Und weiter geht's im Text hier. Ich habe keine Dings. Okay, sehr schön. Dann nehme ich hier weiter. Ich hab grad, komisch, dass ich bei dem Spiel ein bisschen laggy hier bin. Frag mich nicht warum. Keine Ahnung. Dann werde ich die Melone erstmal hier unten hinten klatschen und ich hoffe, jeder Lane gleich direkt Damage machen kann. Und dann werde ich hier noch einen hinsetzen. So! Jetzt kriegen sie, egal wo sie sind, die kriegen voll aufs Maul. Ich überlege, ob ich noch eine dritte Reihe von denen mache, aber. Weiß ich nicht. Sollen keine Graves kommen? Ich meine, den Gravebuster brauche ich dann nicht mehr, wenn ich alles voller Pflanzen habe. Dann passiert mir nichts mehr.
So, da kommen die Screen Doors. Bin ich gespannt, ob die zwei das hinkriegen hier. Alter, sind die schnell weg gewesen. Haha, das ist echt eine standhafte Lane hier. Was ist mit dir? Wie weit kommst du? Du kommst noch ziemlich weit, genau. Okay, bei dem muss ich aufpassen. Der ist so einer der Typen, wo der aufpassen muss. Erstmal ein Höschen. Sieht ein bisschen gequetscht aus, aber hey, mein Gott, das sollte nur helfen, ne? Boah, jetzt sitzt er hier. Ja, schön, dass er die alle immer schön noch die Dinger drauf macht, ne? Okay. Der wird mir noch echt gefährlich. Tschüssi, Kollege, war mir eine Ehre. Ist ja lächerlich, was die mir hier entgegensetzen wollen, oder? Das ist ja einfach nur lame. Aber wir haben gesehen, dass der Football-Zombie noch viel zu weit nach vorne kommt. Und das wird unser Problem werden für die nächste Zeit. Den hier. Ja, das ist Blödsinn, was ich da mache, eigentlich, ganz ehrlich. Das ist echt Schwachsinn, glaube ich. Was machst du denn hier hin noch? Dann nehme ich die noch mit, wie gesagt. Natürlich die hier. Melonen habe ich genug. Jetzt könnten wir anfangen. Oh, die Möglichkeiten sind einfach zu gering. Ja. Man hat keine Auswahl hier. Das ist ja der Hammer einfach. Die Höschen. Das Hösche. Oh, dann nehmen wir ein paar Marigolds mit, wa? Ich weiß nicht, ich will die nicht davor setzen. Ich will's einfach nicht. Nehmen wir die noch mit. Kanonenfutter kann man immer gebrauchen. So. Krümmergeil. Am Anfang leckt's immer ein bisschen, ne? Finde ich, oder? Sieht ein bisschen komisch aus. Hier, die muss ich unbedingt schützen, sonst... ist hier gleich finito. Ich meine, die sind ja alle kein Problem hier, definitiv, ne? Das ist ja echt kein Act, aber... ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine Smoggies. Wie weit schießen die denn? Ah, das ist natürlich... guck mal, der schießt nämlich nur. Ja, aber der trifft den anderen auch. Das heißt, der andere schützt sich... die schützen sich gegenseitig. Das ist schon mal gut. Aber die kommen viel zu weit. Die kommen viel zu weit. Dann ein bisschen mal ein Höschen. Da muss ich dringend aufpassen, dass mir da nichts... dass die mich da nicht kaputt fressen. Dann werde ich hier eine dritte Reihe aufbauen. Oh, jetzt geht das hier wieder los. Oh, da wartet schon einer auf dich. Bitte, bitte, bitte. Danke. Und beide, jawohl. So, noch ein Höschen hier für den Kollegen. Boah, der ist echt hart. Paui! So, jetzt möchte ich aber den letzten Schwung hier noch aufrüsten. Und dann ist diese Geschichte... läuft dann. Ich muss die hier... die Lane muss ich freilassen. Sonst, habe ich nichts, wo ich mal schnell so einen Shoot, hier so ein Instant reinhauen kann. Die Gabbages werde ich auch austauschen in der nächsten Runde, die sind mir zu langsam. Oder zu schwach vielmehr. So, Höschen noch hier. Und, das war's. Ach, jetzt kommt die Huge Wave S, okay. Und dann kommt mal an, Jungs. Kommt mal Butter bei die Fische, ne? Ja, genau, jetzt kommt hier ein Grave hin, oder was? Ach, ich habe den Gravebuster vergessen. Okay. Alles klar. Danke für die Grüße. Ich hab den Gravebuster vergessen, so läuft das nämlich. Oh, 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 oh. Ah, da haben wir es doch schon geschafft. Wir haben ja gar keine nächste Runde. Profi!